Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe dieses Programm geschrieben, CatCast Speisekartendrucker 1.0, und will euch das heute kurz vorstellen. Erstens könnt ihr hier Kategorien anlegen. Ich mache jetzt einfach mal eine neue Kategorie. So, dann könnt ihr hier Produkte anlegen, wenn ihr die Kategorie angeklickt habt. Da könnt ihr also einen Namen, eine Beschreibung. So, und dann einen Preis festlegen. Das sieht dann so aus. Hier ist der Name, unten die Beschreibung und der Preis. Jetzt gibt es noch den Fall, ihr könnt den Preis 0 machen. Dann steht hier der Preis auf Anfrage und ihr könnt den Preis kleiner als 0 machen. Dann ist das einfach ein freier Text. Dann ist das, da könnt ihr irgendwie zwischen den Produkten irgendwas frei schreiben oder so. So, dann die Bestellnummer. Da könnt ihr bei 0 lassen. Das wäre dann eine automatische Nummerierung. Oder ihr könnt hier eine Bestellnummer festlegen. Das heißt, jetzt habe ich jetzt 3 festgelegt. Oder ihr könnt es auch kleiner 0 machen, dann wird es keine Nummerierung haben. So, dann könnt ihr hier eine Mengeneinheit noch mit festlegen. Und ihr könnt hier noch Zusatzstoffe und Allergene festlegen. Die könnt ihr in diesen Reitern hier anlegen. Zusatzstoffe hinzufügen. Bei Allergenen könnt ihr auch hier voreingestellte Allergene für Österreich laden. Und dann, wenn ihr die habt, dann könnt ihr hier die anklicken, die in dem Produkt vorhanden sind, und dann auf Hinzufügen. Und dann fügt er hier die Nummern und Buchstaben nach dem Namen ein für die entsprechenden Allergene. Das sieht dann so aus. Hier steht dann B, 1, 2, 3 und unten stehen dann die Allergene B, Krebstiere und 1, 2, 3, meinetwegen jetzt diese Zusatzstoffe, die ich hier noch angelegt habe. So, das wäre das. Dann, ja, hier könnt ihr im Prinzip jetzt die Speicherkarten euch anschauen, könnt hier die Überschrift festlegen, könnt hier eine Fußzeile noch festlegen, eine Kopfzeile, und dann könnt ihr hier anklicken, ob nur die markierte Kategorie oder alle Kategorien ausgegeben werden. Hier könnt ihr die Seiten ändern. Das hat jetzt erstmal nur eine Seite. Dann habt ihr hier noch Möglichkeiten, das Layout zu ändern, die Ränder, die Schriftarten. Hier noch ein paar Optionen, zum Beispiel Kommastellen bei Preisen weglassen, neue Seite für jede Kategorie und so weiter. Kategorie hier Namen in Großbuchstaben. Dann habt ihr ein Hintergrundbild im Prinzip. Da könnt ihr im Prinzip jedes Bild, was ihr wollt, eigentlich hinterlegen. Könnt ihr euch aus dem Internet irgendwo eins runterladen, was euch gefällt. Könnt ihr hier die Breite einstellen. Das wird dann so ungefähr. Dann eben so, dass auf hier zum Beispiel auf eine A4-Seite passt. So, dann könnt ihr hier noch ein bisschen das aufhellen lassen, zum Beispiel das Bild, und damit es ein bisschen dezenter wird, wenn das noch nicht hell genug ist, oder in Graustufen umwandeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, na wohl, ich habe jetzt hier andere Bilder. Ne, das bringt nicht wirklich was. So, gut, also könnt ihr im Prinzip hier das Bild laden aus dem Internet. Dann kann man eine Datenbank im Prinzip anlegen. Das heißt, wenn man Produkte mehrmals benutzen will, klickt man hier einfach auf zur Datenbank hinzufügen. Dann ist es hier in der Datenbank drin und kann jetzt das nochmal zu den Produkten hinzufügen. Jetzt habe ich im Prinzip eine Kopie von dem Produkt. Kann es also, wenn ich jetzt eine neue Kategorie mache, das Produkt dort auch nochmal einfügen. So, da habe ich dann nochmal hier drin. Dann öffnen und speichern als Projektdatei. Kann ich es natürlich, das kann ich dann später wieder öffnen. Ich kann es exportieren und importieren als CSV-Datei. Ich kann es drucken. Ich kann nur die aktuelle Seite drucken. Ich kann hier noch die Sprache des Programms einstellen. Ja, das waren im Prinzip so die Funktionen des Programms. Gut, damit will ich eigentlich das Video auch beenden. Ich werde jetzt hier auf dem Kanal regelmäßig Programme vorstellen. Wenn euch das interessiert, dann abonniert doch den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.